herzlich willkommen und ein fröhliches Hallo von eurem Herring Ray. Wir spielen Earth Defense Force 2025 weiter. Beim letzten Mal haben wir zahlreiche Missionen geschafft und heute werden wir wieder zahlreiche Missionen schaffen. Hahaha. ja. Aber bevor wir so richtig loslegen, möchte ich euch noch zeigen, dass ich ein bisschen fleißig war. Denn ich habe in dem Sinne nicht weitergespielt. Also ich habe jetzt nicht vorgespielt oder so. Ich habe jetzt noch keine Missionen gesehen, die wir noch nicht zusammen gesehen hätten oder so. Wir sind immer noch bei Mission 21. Aber ich bin als Ranger nochmal in die anderen Missionen gegangen. Und wie ihr da unten rechts sehen könnt, habe ich nicht nur den leichten Schwierigkeitsgrad mittlerweile bei all diesen Missionen geschafft, sondern auch zumindest den normalen, teilweise, also bei den ersten vier Missionen, sogar den harten Schwierigkeitsgrad. Und das wiederum hat mir nicht nur viel mehr Armor eingebracht, ihr seht, ich bin mittlerweile schon bei 494, sondern auch, ich habe mittlerweile ganz viele tolle neue Waffen, die ich selber noch nicht gesehen habe, aber ihr seht es schon, ja, sieht ein bisschen schöner aus, hier ganz viel New und so weiter und das können wir jetzt alles ausprobieren und uns freuen und ja, irgendwie ganz viel Rambazamba machen. Und deswegen probieren wir das jetzt alles einfach mal aus. So, habe ich jetzt einfach mal beschlossen. Generell können wir wirklich viel mehr ausprobieren. Also diese ganzen Sachen, die new sind, die haben wir ja noch gar nicht gesehen. Von daher ist das, glaube ich, schon einigermaßen in Ordnung. Wir sollten nur immer darauf achten, dass wir zumindest eine Waffe mitnehmen, die ganz okay ist. Sagen wir es mal so. Ich glaube, mit dem Grenade Launcher kann man nie großartig was falsch machen. Und wie ihr seht, habe ich mittlerweile schon den UM2J Grenade Launcher oder den UMRA Grenade Launcher. Weapon Level 12 und 17. Finde ich ein bisschen heftig, den Übergang, wenn man sieht, dass ich bisher eigentlich nur Level 0 oder Level 2, Level 1 Waffen irgendwie so gefunden habe. Ja, das passiert, wenn man auf einem harten Schwierigkeitsgrad plötzlich spielt. Dann kriegt man auf einmal solche Waffen und da kann man sich irgendwie freuen. Und ich freue mir irgendwie einen Keks, ganz ehrlich. So, 21, into the depth, in die Tiefen. The giant bugs just keep coming, ja, die kommen. Die kommen und wie sie kommen. Und wir hindern sie jetzt einfach mal am Kommen, indem wir da jetzt runtergehen in die verdammten Höhlen dieser verdammten widerlichen Insekten. Und dann zeigen wir denen mal, wo der Hammer hängt. Das ist zumindest der Plan. Oh, irgendwie der Eingang dieser Mission, der sieht so aus wie eine Mission, die wir bereits gespielt haben. Aber das muss jetzt nichts heißen. Dup, di, dup, di, dup. Geht's da hinten wieder in den U-Bahn-Schacht oder so? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Das scheint ja fast so zu sein. Hallo, ihr süßen kleinen Schnuckis. Und da unten stehen ja schon Leute von mir. Und die haben irgendwie Flammenwerfer und dergleichen. Es sieht gefährlich aus. Ja, Schnu. Okay, ja. Dann wollen wir mal mutig und wacker voranschreiten. Und gar zahlreiche Aliens schnetzeln. Und darauf habe ich mich quasi gesehen schon fast die ganze Woche gefreut, ganz ehrlich, dass ich hier weitermachen kann. Damit ich einfach wieder neue Missionen erspielen kann, die ich dann wieder für mich alleine weiterspielen kann. Damit ich dann wieder ganz viel Armor und neue Waffen sammeln kann. Und damit ich dann irgendwie froh, glücklich und zufrieden sein kann. Irgendwie so. So, okay. Dann gucken wir mal, was der Grenade Launcher so drauf hat. Ja, es gefällt schon mal für den Moment. Alles, was Explosionen macht und irgendwie toll Schaden und so, das ist schon mal sehr sympathisch für mich. Und so wie ich das sehe, haut mein Grenade Launcher ziemlich rein. So muss das, so gefällt das. Guckt euch das an, wie sie fliegen, die kleinen süßen Insekten und so. Schnuppi, 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 schnupp. Ja, was ich recht erstaunlich finde, wenn ich das mal mit all meinen Projekten übrigens so vergleiche, die momentan am Laufen sind, und es sind viele Projekte, sagen wir mal ganz ehrlich, läuft Earth Defense Force eigentlich ziemlich gut. Habe ich gar nicht so, vor allem beim letzten Teil, den ich Let's Played hatte, beim ersten Teil quasi, habe ich gar nicht so in Erinnerung. Also, dass die Leute so auf das Spiel, oh, der Durchgang hier ist jetzt zu, das ist interessant, müssen wir jetzt die andere Route nehmen, habe ich gar nicht so in Erinnerung, also, dass es beim letzten Teil so gewesen wäre, aber diesmal scheint das Interesse bei diesem Spiel ein bisschen größer zu sein, was wirklich faszinierend ist, wenn man bedenkt, dass ich hier eben die ganze Zeit nichts anderes mache, als Aliens zu plätten. Und eben die ganze Zeit irgendwie munterfröhlich mit Raketen und Granatwerfern auf Ameisen zu schießen. Ja, das ist faszinierend, aber gefällt. Also, beziehungsweise, ich finde es schön, dass sich so eine gewisse
Faszination für dieses Spiel bei euch entfachen kann. Also so, dass ihr nicht naserümpfend sagt, oh mein Gott, was ist denn das für ein Scheiß? Sondern stattdessen, dass ihr sagt, das ist zwar ein ziemlicher Scheiß, aber ja, sieht ja trotzdem irgendwie ganz nett aus. Also, und auch die Tatsache, dass der ein oder andere von euch mit dem Kauf dieses Spiels liebäugelt, gefällt mir ziemlich gut. Weil nur dann können wir davon ausgehen, dass hoffentlich auch in Zukunft dergleichen Teile irgendwie hierzulande erscheinen werden. Und ich hoffe sehr, dass noch gar zahlreiche sein werden. Das ist, ja, es ist einfach so ein Spiel, was man ab und zu mal benötigt. Keine Ahnung. Einfach nicht groß denken, nicht groß über irgendwas Gedanken machen müssen oder so. Stattdessen einfach nur irgendwelche Ameisen über den Haufen schießen. Dann geht's mir auf einmal viel, viel besser. Und wenn diese Faszination irgendwie, dieser Funken auf euch auch überspringt und ihr dann denkt, ja, mir geht's beim Gucken der Videos, beziehungsweise eventuell beim Spielen des Spiels auch irgendwie besser, dann hat uns das allen schon mal sehr geholfen. Dementsprechend wollte ich jetzt irgendwann bei Zeiten auch mal gucken, ob ich ja mit der Xbox 360 momentan überhaupt ganz normal online spielen kann oder nicht. Da hatte ich also kleinere Internetschwierigkeiten, sagen wir es mal so. Weil irgendwie mein Router ganz komische Dinge gemacht hat und momentan gehe ich auch nur auf sehr unorthodoxe Weise mit der Xbox 360 online. Nämlich indem ich sie direkt mit meinem Laptop verbunden habe und das war erstmal ein Zauber und herrlich und toll, das überhaupt hinzubekommen und ja, irgendwie alles seltsam und komisch. Ich wollte jedenfalls mal ausprobieren, ob ich online spielen kann, damit ich ja einfach den Online-Missionsmodus mal testen kann. Zum einen kann man das ja sicherlich auch mal mit ein paar fremden Leuten ausprobieren. Ich meine, das ist so ein Spiel, da können einem andere Leute jetzt nicht so schrecklich viel kaputt machen, könnte ich mir vorstellen. Auch wenn ich ja nicht unbedingt weiß, wie das mit den Items und so weiter dann natürlich funktioniert. Also wenn die eingesammelt werden, ob das dann für alle gilt oder ob tatsächlich nur der die Items bekommt, der die Items dann eben auch einsammelt oder so. Das ist vielleicht so ein kleiner Knackpunkt und eine Frage, die ganz interessant wäre, wenn man da die Antwort wüsste. Aber ansonsten, ganz unter Umständen finde ich dann ja doch mal ein oder zwei passende Kollegen, mit denen ich das Ganze hier auch so tatsächlich mal online spielen kann. Also die Kollegen, die kenne ich dann vorzugsweise auch und dass man so dann vielleicht nochmal ein bisschen Spaß haben kann oder so. Nicht wahr, Tim? Hust, hust. Ja, vielleicht kriegt man das ja irgendwie auf eine gewisse Art und Weise hin. Ich weiß nicht genau. Schnubbi soll das Spiel ja auch haben, so wie ich mitbekommen habe. So wie ich seine Reaktion eingeschätzt habe, aber wahrscheinlich für die PlayStation hat er sich das Spiel für die PlayStation 3 gekauft. Wollte ich ursprünglich ja auch, aber dann habe ich nachgedacht, wie es so manchmal vorkommt, bevor ich mir einfach so ein Spiel bestelle. Und ich bin dann zu dem Schluss gekommen, dass mir das Spiel auf der Xbox 360 vermutlich um einiges mehr Spaß machen würde als auf der PlayStation 3. Das hat einfach, ich weiß nicht mal, was für einen Grund es genau hat, aber ich glaube, in erster Linie liegt es am Controller. Ich finde das Xbox 360 Gamepad einfach um einiges angenehmer. Übrigens das allererste Mal, nee, nicht das allererste Mal, aber jetzt rote Ameisen, interessant. Ich finde das Xbox 360 Gamepad einfach um einiges angenehmer zum Spielen, vor allem für Shooter oder auch für Rennspiele, habe ich gemerkt, weil mir die Schulterbuttons, insbesondere der linke und der rechte Trigger, einfach viel besser gefallen als das, was eben bei der PlayStation 3 angeboten wird. Irgendwie habe ich bei der Xbox 360 mehr das Gefühl, dass ich ein gewisses Feedback dafür habe, wenn ich den Knopf, den Trigger einfach reindrücke. Das ist bei dem PlayStation 3 Controller so eher nicht der Fall oder eher nur so rudimentär der Fall. Irgendwie gefällt mir das jedenfalls nicht. Und deswegen habe ich mich schlussendlich dann doch für die Xbox 360 Version hier bei Earth Defense Force entschieden. War mir einfach dann in dem Moment wichtiger für mein eigenes Spielgefühl, sagen wir es mal so. Weiß nicht genau, wer von euch, also von euch meinen Zuschauern, noch eine Xbox 360 hat. Wenn ihr jedenfalls irgendwie tatsächlich Bock auf das Spiel haben solltet und es euch wieder erwarten, doch mal kaufen solltet oder so, dann könnte man in der Beziehung ja durchaus mal überlegen, ob man das Ganze so ein bisschen online spielen würde. Ich meine, wenn nicht bei diesem Spiel, wann dann? Bietet sich doch so wunderbar an, also von daher.
das könnte man doch ruhig mal machen. Ich sehe zu viel Rot. Zu viel Rot und es gefällt mir nicht. Und sie beißen nach mir und das gefällt mir auch nicht. Und ich glaube, all meine Kollegen sind schon tot. Nein, sind nicht tot. Ich sehe irgendwelche Flammenwerfer. Kannst du bitte mal aufstehen? Hallo. Juhu. Wow. Hat ja jetzt mal eine halbe Stunde gedauert. Ich würde vor allem auch gerne mal Sachen einsammeln. Sowas zum Beispiel, genau. Kann doch nicht wahr sein. Es ist so ein kleiner Höhleneingang. Und so viele verdammte rote Insekten stehen mir hier im Weg rum. Das kann's doch nicht sein. So. Irgendeine Ameise ist, glaube ich, ganz weit nach hinten gekrochen, oder? Vom Radar? Oder wo ist die? Ich weiß nicht genau. So. Dich noch erledigen. Hier die Dinge einsammeln. Irgendwo müsste hier noch eine sein. Hallo. Ah, du. Hallo. Kaboom. Oh, Kaboom. Kaboom. Ziemlich stabil, die Viecher. Oh, hier geht's tief runter. Das erinnert wiederum von der Umgebung her total an Earth Defense Force 2017. Da gab es ja auch so einen Höhlenabschnitt, der auch durch solche Gänge durchflochten war. Ich traue mich noch nicht runterzuspringen, weil ich noch nicht weiß, ob die Mission weitergeht oder nicht. Okay, geht nicht weiter. Hui! Ja, hooray! Bam. Lass mich raten, in der nächsten Mission starten wir genau hier. Und kämpfen uns dann durch einen anderen Gang oder so. Wer weiß das schon so genau? So. Ja, von Waffen her ist es natürlich nicht so prickelnd, was wir jetzt hier geboten bekommen. Aber das ist in dem Moment einfach so. Fusion Blaster G1. Oh. Ja, das sind die Waffen, die man nicht nachladen kann. Na, wir benutzen erstmal den normalen Fusion Blaster. Und dann noch den anderen Grenade Launcher. Detonates by Impact. Das finde ich super. Brauche ich nicht immer so dämlich lange warten, bis die Granaten mal hochgehen. A trap! The infiltration was a success. We were greatly outnumbered, so our casualties were high. The enemy is on familiar ground, which gives them an edge. Expect an attack the moment you step inside the nest. Try to use the terrain to your advantage. Okay. Die Insekten sind im Vorteil. Natürlich sind sie im Vorteil. Das sind ihre eigenen verdammten Gänge, die sie irgendwie gebuddelt haben oder so. Mitten unter der Stadt. Oder dergleichen. Oh. Lass mich raten. Ja, genau. Oh mein Gott. Guckt euch das an. Ui. Ui, 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 ui. Das ist also... So sieht also ein Fusion Blaster aus. Das ist interessant. Was noch viel interessanter ist, das Ding lässt sich nicht mehr stoppen. Ich habe nur einmal auf den Trigger gedrückt. Und das Ding hat sich komplett leer, aber ist in Ordnung. Na gut. Ja, dafür ist ja der Granatenwerfer ganz praktisch. Was soll's. Und nebenbei eben die ganzen Sachen einsammeln. Das ist schon in Ordnung. Ja, ja. Und den Rest machen meine Kollegen. Bestimmt machen das meine Kollegen. Oder Leute. Hier los. Ja, ja. Ihr helft mir doch bestimmt. Also so ein bisschen. Das war eben voll nett von meinem Typi. Also... Der hat so die Ameise da weggepackt, damit ich an das Armor-Päckchen rankomme. Bam, badam, 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 da, 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 da. Oh, es ist ein schönes Fest. Tralala, la, 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 la. Hier eine Rakete, da eine Granate. Tralala, tralala, la, la, la. Alle Ameisen dieser Welt gehen tot. Tralala, la. Okay, das war jetzt nicht unbedingt lyrisch wertvoll, aber mir war danach. Was ist los, Leute? Warum klebt ihr da alle an der Decke? Ich meine, da komme ich auch an nicht ran. Ist kein Thema. Aber irgendwie muss doch nicht sein. Wir könnten es doch so viel einfacher haben. Wenn ihr einfach nur herkommen würdet. Oh, guck mal. Ihr habt eure Freunde mitgebracht. Nein, das finde ich ja entzückend. Ich liebe Partys, wo viel los ist. Schnupp, schnupp, schnupp. So, au. Okay. Das war nicht gut. Da erkennen wir wiederum den Nachteil einer Waffe, die sofort hochgeht. Man kann sich auch ganz leicht einfach mal selber zerdotzen. Hässliches Hinterteil, wirklich ganz hässlich. Du bist kein Anwärter auf Germany's Next Topmodel. Das kann man, glaube ich, so festhalten. Die war ein bisschen dick, diese Spinne. Ich bin nicht dick. Doch, du bist sehr dick. Tralala. Die mir das übel nehmen? Aber ich glaube mal nicht.
Es kommen extrem viele Viecher. Aber so muss das ja auch, oder? Wir haben übrigens schon über 500 Armor. Und das ist auch wieder eine herrliche Mission, glaube ich, um Dinge einzusammeln. Hat das auf einem höheren Schwierigkeitsgrad? Perfekt. Man muss natürlich dann dementsprechend die Waffen haben, um auch überleben zu können. Aber, ja, die Sachen, die man dann bekommen kann, also allen voran natürlich die Waffen, das, ja, das kann schon echt schön sein. So, nebenbei vielleicht auch mal so ein Erste-Hilfe-Dings einsammeln. Wäre jetzt wohl nicht auch so, auch nicht so verkehrt. Wow, 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 Leute, 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 ist doch in Ordnung, ist doch in Ordnung. Hier kommt jeder mal dran. Ich habe genug Granaten für euch alle. So. Ja, ja, ist in Ordnung, ist in Ordnung. Bam, 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 bam. Blöd bei meiner Waffe ist natürlich auch nur, dass ich auch meine Kollegen treffen kann. Aber es ist jetzt nicht so schrecklich angenehm, glaube ich, für meine Kollegen. Ja. Und je mehr meine Kollegen ich zerdotze, desto mehr muss ich natürlich auch alleine machen. Ist jetzt auch nicht unbedingt ein Vorteil. Was ist los mit euch? Kommt runter! Ihr Feiglinge! So, Beddow! Beddow! Beddow? So, jetzt noch dich. Das ist natürlich eine arschige Mission. Eine richtig arschige Mission. Wenn sich irgendeines dieser Insektenviecher verläuft, so wie jetzt zum Beispiel, und einfach nicht aus der Höhle rauskommt. Hallo! Aber theoretisch muss man hier auch, oder? Kann man hier hochlaufen? Ja, ich glaube, hier kann man hochlaufen. Okay. Die Entwickler haben an alles gedacht. Ja. Dann gehen wir nämlich mal kurz dem Vieh guten Tag sagen. Sofern es jetzt nicht doch irgendwie, aus welchen Gründen auch immer, den Weg hier findet. Aber es sieht ja irgendwie nicht so doch aus. Ja, die Wegfindung ist manchmal bei den Feinden ein bisschen seltsam. Ich weiß nicht genau, woran das liegt. Die orientieren sich ja eigentlich schon am Spieler. So ein bisschen. Also sie versuchen, in seine Nähe zu gelangen. Sagen wir es mal so. Aber hundertprozentig will das auch nicht immer klappen. Links oder rechts? Links oder rechts? Ich gehe einfach mal links entlang. Hi. Ach, das war nur eine kleine dumme Springspinne. Ja, das sei dir fast verziehen. Fast verziehen. Oh ja. Ist natürlich auch super. Ja, hier sieht man mal, wo die ganzen Viecher herkommen, beziehungsweise eigentlich spawnen. Wenn man einen Fencer hätte oder einen Wingdiver, könnte man direkt am Anfang natürlich auch hochfliegen und dann wunderbar die Eingänge einfach unter Beschuss nehmen. Das müsste gleich, glaube ich, auch ein bisschen fetzen.